Warum berührt uns das Thema Unternehmensnachfolge so sehr? Weil es uns die Menschen nahe bringt, die ihre Zeit, ihre Visionen, sich selbst beispielhaft eingebracht haben. Ich freue mich im Wettbewerb, immer wieder interessante Persönlichkeiten zu treffen, kennenzulernen, ihre Geschichten zu hören, ihre Geschichten zu analysieren. Jede Geschichte ist anders. Und das war das bisher das Tolle, das Spannende. Der Wettbewerb Sächsischer Meilenstein macht die vielen guten Beispiele erlebbar, wie mittelständische Firmen ihre Nachfolge gestaltet, wie Übergeber und Übernehmer miteinander gerungen haben. Aus dem Unternehmen heraus, innerhalb der Familie oder bei einer externen Übernahme. In diesem Jahr geht der Blick noch etwas weiter. Mit unserer neuen Preiskategorie möchten wir nach vorn schauen. Und zwar, wie sich ein Unternehmen in den Jahren nach der Übergabe entwickelt hat. Ich freue mich jetzt schon auf die Bewerber im diesjährigen Wettbewerb. Inzwischen wird dem Thema Unternehmensnachfolge auf vielen Ebenen ein hoher Stellenwert eingeräumt. Auch ein Erfolg des Wettbewerbs Sächsischer Meilenstein, der nun zum 5. Mal ausgeschrieben ist. Es ist wunderbar zu sehen, wie Unternehmen sich hier entwickelt haben, wie die aufgebaut wurden. Und es ist klasse zu sehen, wie durch Nachfolgen sie sich weiterentwickeln und aufblühen. Viele Unternehmen haben diese Auszeichnung verdient. Der Wettbewerb Sächsischer Meilenstein 2015 ist eröffnet. Bewerben Sie sich jetzt!